Wir wollen doch nicht die ganzen Tricks jetzt hier verraten, die wir in den kommenden Workshops noch erzählen wollen, oder? Also ich würde generell jedem, der kreativ tätig ist oder künstlerische Tätigkeit nachgeht, quasi empfehlen, einfach auf der Suche zu sein nach zum Beispiel Sounds, wenn man produziert, oder nach Worten oder Reimstrukturen, wenn man schreibt, die einfach außergewöhnlich sind. Gerade im Hip-Hop-Genre ist es so, dass du sehr viele Beats kriegst, die sehr, sehr solide, gut sind. Aber es wird quasi immer aus demselben Pool an Sounds gefischt. Und die Sachen hören sich einfach sehr gleich und sehr Standard an. Und ich glaube einfach, dass der Sound an sich, der gewählt wird, schon einen Großteil der Geschichte ausmacht, also was ein Beat betrifft. Weil die Leute, die können Beats produzieren und können Drums setzen und so weiter. Und ich glaube, der Sound macht am Ende den Unterschied.